Hallo Welt, da sind wir wieder in Grey Garden. Immer noch auf Siedlungstour eigentlich, aber in den Kommentaren habe ich gelesen, an dieser Stelle vielen Dank für die gute Aufnahme der Wiederaufnahme der Serie zu Fallout 4 bei uns auf dem Kanal. Ja, super angekommen bei euch. Das freut mich zu sehen. Ja, und in den Kommentaren habe ich gelesen an dieser Stelle. Vielen Dank, Zaki, für den Hinweis. Die ganze Sache mit den vielen Abstürzen könnte ja daran liegen, dass wir zu viele Siedler in den Siedlungen haben. Ein Problem, das natürlich Bethesda beheben hätte sollen, aber es wohl nie gemacht haben. Also, wenn ich mich recht erinnere an deinen Kommentar, Zaki, sagtest du was von 10 bis 15 Siedler. Alles, was drüber ist, führt zu Problemen, führt zu Abstürzen. Also sollten wir da hergehen, da wir jetzt sowieso auf der Siedlungstour sind und sowieso jede Siedlung einmal besuchen werden, sollten wir da hergehen und schon mal die Rekrutierungsfunkleitstrahlen alle ausschalten, wenn wir sie finden. Wo haben wir denn hier den Rekrutierungsfunkleitstrahl? Ja, und dann sollten wir auch gleich sehen, dass wir ein paar Siedler woanders hinschicken. Wir haben noch eine Siedlung frei. Da sind vielleicht 3, 4 Siedler. Da können wir einige Leute hinschicken. Naja, das wird auch relativ schnell voll sein. Das ist mir schon klar. Ein paar Leute müssen wir dann in die Unendlichkeit verbannen wohl. Wenn wir es stabil laufen haben wollen. Oh, ist das hier vorne nicht der Rekrutierungsfunkleitstrahl? Nein, das ist einfach nur ein Strompylon. Jetzt fragt mich mal, wo in Grey Garden der Rekrutierungsfunkleitstrahl ist. Ich weiß es nicht mehr. Ich hätte jetzt gedacht, wir hätten den irgendwo oben angebracht. Er muss schon mal mit Energie verbunden sein. Ja, und in Grey Garden, da sind ja sowieso einige Siedler von vornherein schon gewesen, die Roboter. Also um hier auf Nummer sicher zu gehen, müsste man ja alle rausschicken aus der Siedlung. Wie ist das eigentlich nochmal? Ah, da ist er. Wie ist das eigentlich nochmal, wenn wir gar keine Siedler drin haben? Oder wenn die Siedler so unzufrieden sind, dass alles auf Null oder unter Null geht ja eigentlich nicht, aber von der Zufriedenheit. Wie sieht denn das da aus, wenn keine Zufriedenheit mehr herrscht bei den Siedlern? Verlieren wir die Siedlung? Haben wir jemals eine Siedlung verloren, weil wir uns nicht darum gekümmert haben? Um die Bedürfnisse der Siedler? Ich glaube nicht. Das ist, meine ich, zwar so vorgesehen, aber ich glaube nicht, dass das wirklich irgendwann mal passiert wäre. Ja, schweren Herzens werde ich jetzt, denke ich, hier anfangen und ein paar Siedler wegschicken, und zwar die Wachen vielleicht, oder, ja, das Dumme ist, wir brauchen die Siedler eigentlich ja auch alle. Vielleicht hier so ein paar Bauern hier, wer bist du zum Beispiel? Was zu werden. Wer bist du hier zum Beispiel? Was machst du hier? Handeln wir. Sicher. Ja, was können wir mit dir machen? Ja, was hast du in deinem Inventar? Naja, deine Waffe hier, okay. Wir werden mal ins Baumenü gehen. Und jetzt werden wir mal sehen, was wir mit ihm machen können. Enter befehligen, R bewegen und Q Versorgungsorder. Hey, bleib da. Bleib da, Siedler. Du weißt ganz genau, was ich vorhabe mit dir, oder? Du bist unser erstes Objekt hier. Du stehst gut im Klingenkorn. Hast du dich extra hingestellt, damit wir dich nicht erreichen können hier. Sehr schön. Gut gemacht. Okay, wir nehmen dir das Klingenkorn hier mal weg. Nein, wir sagen dir einfach mal, geh mal woanders hin. Du bist das gar nicht. Du hier, du Lump. Hör auf, hier rumzurennen, wenn wir mit dir reden wollen. Hey, was soll denn das? Also irgendwie. So, wo ist er jetzt? Da buddelt er. Egal, ob er es ist oder nicht. Nein, ich meinte den Typen hier. Siedler. Also, befehligen nochmal. Los, abbrechen, verlassen. Enter, los. Können wir ihn also irgendwo hinschicken? Das ist es nicht. Dann bewegen. Aha. Und wie können wir ihn denn jetzt komplett... Ah ja, hier genau. Auf Far Harbor haben wir auch noch ein paar freie Plätze. Aber wenn ich da so an den Vault 88, den sehe ich nämlich gerade hier, wenn ich da so dran denke... Wow, da haben wir, glaube ich, 36 Siedler oder so mit Mühe und Not reingequetscht. Und die alle loszuwerden, naja, das kann was geben. Vielleicht würde es ja helfen, wenn wir alle nach Nuka World schicken. Ja genau, zur Red Rocket Raststätte in Nuka World. Also,
Wir können sie nicht entlassen, wie es aussieht. Was wir machen können, was wir schon gesehen haben, zumindest im Überlebensmodus, in dem wir sind, geht das. Wir könnten sie erschießen. Dann werden die anderen Siedler nicht so gut auf uns zu sprechen sein. Da der Rekrutierungsfunkleitstrahl ausgeschaltet ist, sollte das aber eine Möglichkeit sein. Aber es gibt vielleicht noch irgendwie eine bessere. Wir können ihm eine Versorgungsroute können wir ihm zuweisen, ja? Das ginge noch. Ansonsten, ja, erschießen ist die einzige Möglichkeit. Wir schicken alle zum Flughafen, da sind nämlich auch noch keine Siedler. Und ja, vielleicht alle Siedlungen ohne Camps, ohne irgendwelche Hilfsmittel, wenn wir die Siedler jetzt einfach ja, zum Flughafen Boston hinschicken. Also zu den Siedlungen hinschicken, zu denen wir sie offiziell auch schicken könnten, weil das hier jetzt nicht ausgegrünt ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Wie machen wir das? Ich würde sie testweise ganz gerne außerhalb, also nach Far Harbor oder so schicken. Aber ja, können wir ja machen. Die Farm der Daltons, da wollen wir aber noch so viel bauen. Lassen wir das mal. Wenigstens da sollte es dann ja, naja, nicht unbedingt. Sollte es, könnte es Flughafen Boston, okay? Dein neues Zuhause ist Flughafen Boston. Wir bestätigen und wir sollten hier oben dann jetzt, wir bestätigen nochmal. Und wir klicken hier drauf, um zu bestätigen. Und wir sollten hier oben jetzt Leute 27 haben. Ja, er haut schon ab. 27, was ist mit dir hier? Du bist der Nächste doch, der abhauen will hier, oder? Ich habe gehört, der Slock hat noch einen Platz frei. Das Versteck des Mechanists. Ja, der Flughafen ist jetzt... Ja, da ist er noch. Auch ab zum Flughafen mit dir. So, dann haben wir hier schon mal unsere Ruhe. Haben wir uns eigentlich Grey Garden mal angeguckt? Ja, das wird jetzt aber ein Gefrickel, oder? Das wird ja ewig dauern. Und hier ist auch noch einer. Den können wir auch noch loswerden. Ne, Moment mal. Falsch. Befehligen, abhauen. Verschwinde uns aus den Augen. Ab nach Flughafen. Das ist der dritte. Dann müssten wir 25 hier noch haben. Wow, das dauert ja, aber... Ja gut, wenn das Spiel danach wieder stabil läuft, dann wäre es ja okay und für die Zukunft wüssten wir dann Bescheid. Ja, es klingt aber auch irgendwie schlüssig. Das schmeckt köstlich. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das so abläuft. Dann haben wir aber im Flughafen Boston die Siedlung, die das Spiel zum Abstürzen bringt. Ja, dann ist natürlich die Frage, stürzt es nur ab, wenn wir da in der Nähe sind oder stürzt es generell immer ab? Auch wenn wir irgendwo anders sind, weil da dann gerade irgendetwas passiert. Das ist ja die große Frage. Ja, alleine von hier, wenn wir hier 15 Leute wegschicken, können wir die nicht anders? Wir können die wegschicken und dann unterwegs erschießen, oder? Warum bin ich drauf aus, unsere Siedler zu erschießen? Erst wollten wir nicht und jetzt doch. Dann sollten wir uns die Raider mal hierher holen. Da sollten wir uns den Raidern vielleicht anschließen und dann hier ein bisschen aufräumen. So, nochmal. Der nächste also. Ja, aber dadurch wird jetzt, dadurch geht ja jetzt unsere ganze... Alles geht ja durcheinander jetzt, habe ich gerade gesehen. Das Essen geht ja jetzt runter. Wenn ihr mal 5 Sekunden zurück oder 10 Sekunden zurückspult, seht ihr, dass mit dem, dass wir ihn hier weggeschickt haben, da kümmert sich ja keiner mehr um das Essen. Dann geht das Essen also auch runter. Also unsere ganze Wirtschaft bricht dann zusammen jetzt, wenn wir das so machen. Haben wir noch irgendeinen Siedler, den wir hier wegschicken können? Hier, er ist doch sowieso von der Railroad oder was war das? Na, den lassen wir mal hier. Ja, da kümmern sich jetzt weniger Leute ums Essen, aber 36 ist ja immer noch genug Essen. Wie ist das eigentlich mit den Wasseraufbereitern? Wie, Moment mal, was machst du? Du stehst auch nur hier rum, oder? Nee, du kümmerst dich um das Essen. Hm. Naja, auf jeden Fall... Wir könnten es stabiler kriegen, so auf diese Weise. Das Wichtigste ist, denke ich, auch den Rekrutierungsfunkleitstrahl überall auszuschalten, dass da nicht Leute wieder dazukommen. Warum ist das Brahmin hier nicht zugewiesen? Kann nicht befehligt werden. Ach so, wir könnten das... Oh, okay. Nein, abbrechen. Wir könnten das irgendwo hinschicken. Aber was denn nun noch? Ja, hier sind immer noch zu viele Siedler, eindeutig. Ja, wir können ja jetzt nicht die ganzen Wachen wegschicken. Ich weiß ja nicht. Oder können wir doch? Hier ist auch noch einer so. Das ist der von der Railroad, glaube ich. Der immer die Wahrheit sagt. Ja, also gehen wir nochmal zurück.
ab dieser Folge und schalten wenigstens die Rekrutierungsfunkleitstrahlen aus. Wir können ja noch mal im Pip-Boy nachgucken. Im Pip-Boy gucken, wie das aussieht mit der Karte. Mit den Siedlungen, dachte ich, das müsste uns doch auch mal angezeigt werden. Versorgungsrouten, ja, wir könnten jetzt mühselig hier gucken, aber wir haben doch auch irgendwo unsere Werkstattdaten, genau. Die Daten stimmen ja sowieso nicht. 53 Leute auf der Abernathy Farm kann ja nicht sein. Genauso wie im Außenposten Simonia, ja, 29 könnte sein. Aber ja klar, wenn man hier nachginge, dann wäre das schon mal absolut... Dann wären das schon mal absolut viel zu viele Leute. Selbst in Covenant haben wir 23 Leute. Aber das ist gut. Das Versteck des Mechanists ist gut mit 9 Leuten. Da schicken wir auch keinen mehr hin. Das war's. Der Slog, da sind 18 Leute. Da könnten wir also wenigstens nochmal 9 Leute irgendwo anders hinschicken. Aber da ist, wie gesagt, nochmal die Frage, wohin mit den Leuten? Hier die Farm der Daltons oder so, da wollen wir aber noch bauen, ja? Das sind so die letzten Siedlungen, die wir jetzt bebauen werden. Also jetzt nicht gleich sofort, aber später werden wir hier die Farm der Daltons noch bebauen und dann auch die Finch Farm ist, glaube ich, sogar schon bebaut. Ne, die Finch Farm ist doch gar nicht in Far Harbor. Die ist, natürlich ist die schon bebaut, aber wie viele Leute überall sind. Hier im Fischreiatoren, Yachthafen, da sind 4 Leute, da könnten wir noch Leute hinschicken. Flughafen Boston, jetzt die paar Leute, die wir rübergeschickt haben, sind wahrscheinlich noch nicht angekommen, deswegen sind da noch ein paar Plätze frei. Ja, das ist natürlich eine grobe, wenn das so ist, also ich gehe mal davon aus, dass es so ist, ihr habt das ja auch beobachtet jetzt über Jahre und ihr habt weitaus mehr Spielstunden auf eurem Konto als ich. Von daher, ja, ich weiß das, weil ich das weiß einfach. Ich kann ja nur am Wochenende aufnehmen und dann mache ich auch Aufnahmen. Ja, dann ich kann ja nur am Wochenende spielen und dann mache ich auch Aufnahmen dazu und das seht ihr ja auch alles. Und deswegen kann ich gar nicht, das ist rein rechnerisch, zeitaufwandtechnisch, gar nicht möglich, dass ich auf die vielen Spielstunden komme. Selbst wenn jemand jetzt auch nur am Wochenende spielen kann, weil er Familie und Arbeit, ja, weil er da nicht so viel Zeit erübrigen kann. Selbst da haben die Leute schon weitaus mehr Stunden auf dem Konto als ich, weil das Ganze drumherum eben dauert. Wo war ich gerade stehen geblieben in meinem Denken? Ja, schaut euch das an, wenn das stimmt hier. 53 Leute in Somerville Place. Das sind dann aber tatsächlich auch die Siedlungen, bei denen es besonders ruckelig läuft, ja, bei denen wir besonders viele Abstürze zu verzeichnen haben. So, und nochmal zurück, wenn das jetzt wirklich so ist und ich gehe davon aus, dass es so ist, weil es so ist, weil ihr da recherchiert habt und das beobachtet habt und das dann einfach jetzt rausgefunden habt. Vielen Dank nochmal, Zaki, für den Kommentar. Ja, wenn das so ist, dann ist das eine grobe Fahrlässigkeit der Programmierer, der Hersteller, da nicht einen Riegel vorgeschoben zu haben von Anfang an. Was haben die sich denn gedacht? Haben die gedacht, die Leute, ja, die werden das spielen, die spielen das einmal durch und dann, naja, wie viel haben sie pro Siedlung? Lass sie mal so 10 Leute, 8 Leute in der Siedlung haben und dann sind sie sowieso durch und machen was anderes? Oder was haben die sich gedacht? Haben die sich nicht vorstellen können, dass jemand vielleicht anstrebt, eine Siedlung mit 80 Leuten oder was zu kriegen oder mit über 50 Leuten, so wie wir es hier tatsächlich haben. In Volt 88 sind auf jeden Fall jede Menge, achso, hier sind wir gerade auf dem Volt 88, na gut, 36 Leute. Aber wir haben gerade auch irgendwo eine gesehen mit 50, über 50, aber der Pip-Boy ist kaputt. Nach so langer Zeit funktioniert er ja auch nicht mehr richtig. Und die Abernathy Farm mit 53 Leuten, naja, ich glaube es irgendwie nicht. Dafür haben sie aber Wasser und Energie angeblich null. Wenn wir da gleich gucken gehen, in den nächsten Folgen also, und das werden wir jetzt machen, bevor wir hier gar nicht mehr rauskommen. Sabbeln kann ich auch unterwegs. Bevor wir jetzt, wenn wir da gleich gucken, dann werden wir da keine 53 Leute finden. Warum sind wir so langsam? Aha. Okay. Sind wir überladen? Das ist nicht Conan Exiles hier. Ja, nach wie vor, wie ihr merken werdet, ich gebe mir alle Mühe. Ich habe noch, also Zaki, auch da nochmal vielen Dank für die Spende da vor einiger Zeit für die Maus. Und es ist die neue Maus und ich weiß nicht, ob du das in den letzten Livestreams mitbekommen hast. Du bist da ja auch
auch oft dabei und gerne dann auch im Lurk mit dabei. Ja, die neue Maus ist dran, aber sie ist grauenvoll. Sie ist, das liegt nicht an mir, was heißt, man kann damit gar nicht klarkommen. Die ist einfach, es war ein Fehlkauf. Es war jetzt nicht die endgültige neue Maus. Nein, ich hatte ja gesagt, ich habe von deiner Spende dann sofort eine Maus bestellt beim nächsten Mal, als ich da bestellt habe. Und das ist diese Maus jetzt und es ist grauenvoll. Ja, das Ding, also ich muss die wirklich, so, jetzt bin ich 10 cm vom Tisch weg mit der Maus, habe sie angehoben, jetzt reagiert sie nicht mehr, ja. Aber sobald ich dem Tisch nur ein bisschen näher komme, ja, da fängt die an zu reagieren. Selbst billige Mäuse, die ich irgendwo für 2 Euro oder 5 Euro oder was geholt habe, selbst die funktionieren besser als das Ding hier. Schade. Aber was es tut, es blinkt schön. Also es hätte gut zu dem Stuhl, den ich seinerzeit hatte, der ist mittlerweile auch hinüber, der hatte nämlich auch LEDs eingebaut und da konnte man auch irgendwie den Stuhl farblich irgendwie so einstellen, dass da die LEDs schön leuchten und so. Also ich gebe mir alle Mühe, dass es hier nicht allzu sehr wackelt, aber daran liegt es in nächster Zeit. Die schade Maus. Die Maus, die keine ist. Also sowas finde ich auch, dürfte man eigentlich gar nicht verkaufen. Da sollte es eigentlich so eine Art TÜV oder was geben, die das überprüfen. Und wie gesagt, selbst Billigmäuse, warum nämlich nicht einfach... Ja, ich habe ja als Reserve, habe ich ja immer noch so Minimäuse und eine Daumenmaus, ach und alles Mögliche. Aber das ist eben für den Notfall und das ist nichts gedacht jetzt für lange Aufnahmen. Und da bin ich auch stur immer. Da bin ich auch immer stur und denke, ich gewöhne mich vielleicht mit der Zeit irgendwie dran. Ja, aber daran gewöhnt man sich einfach nicht. Laufen wir überhaupt richtig? Ja klar, wir wollen... Wo ist? Da ist. Oh, Curie, lass dich nicht stechen. Wenn hier jemand sticht, dann darf ich das nur, ja? Ja, die Sturheit wieder. Die Sturheit wird bei der Maus aber nicht siegen. Das wird nicht klappen. Ich meine, so geht's eigentlich. So eine normale Maus normalerweise. Nur, wisst ihr, wenn man so nachkorrigieren will. Und das will man ja gerade beim Spielen oft. Das merkt man vielleicht so beim normalen Nutzen jetzt im Internet. So ein bisschen rumwuseln und da was suchen, bei Google eingeben oder so. Wie soll man das da merken? Da merkt man das ja. Da funktioniert die Maus. Ja, also die... Klar, der Mauszeiger am Anfang, der wackelt immer irgendwo hin, wenn man die anfasst. Aber wenn man die hochhebt vor allem, ja, um zu korrigieren. Aber... Also richtig merkt man das ja erst beim Spielen oder beim Arbeiten auch. Naja, wenn man jetzt Bildbearbeitung macht oder so, ja, dann das geht auch gar nicht mit dieser Maus. Was haben wir denn? Wir sind ja doch überladen, oder was? Ich wollte doch schnell vorankommen hier. Jetzt sind wir schon am Ende der Folge. Ja, das heißt, wir haben in der nächsten Folge, in den nächsten Folgen, hier ist unser Gewicht. Ja, wir sind leicht überladen, aber nur ganz wenig. So, wir werden in den nächsten Folgen ein bisschen was zu tun haben. Also wissen wir schon mal, was da auf uns zukommt. Dann nehmen wir natürlich die Siedlungstour wieder auf. Ich bedanke mich an dieser Stelle für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Ja, vielen Dank nochmal für die vielen, vielen Kommentare. Damit, ich habe das Gefühl, dass der YouTube, dass euer YouTube-Kanal, dass der mit dem Wiederkehren von Fallout 4 auch richtig wieder an Fahrt aufnimmt. Es kommen wieder Kommentare, es wird wieder geliked, die Folgen werden viel geguckt und die Wiedergabe... Und die Curie! Ja. Die Wiedergabezeit, die durchschnittliche, die steigt auch im Allgemeinen. Also es ist richtig gut und das freut mich natürlich. Und deswegen setze ich jetzt auch alles dran, dass das Ding auch reibungslos läuft. Ohne Abstürze. Also sind wir in der nächsten Folge hier wahrscheinlich schon mal in Red Rocket. Ich, ja, sage noch Daumen hoch für euch. Macht es gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.